Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Dani Golp und ich begrüße euch zurück zu. Ich habe schon wieder zurück gesagt, ich mache es jedes einzelne Mal in jedem Projekt. Ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt und zwar Dragon Ball Xenoverse 2. Ja, ein Spiel von Bandai Namco für die PS4 von mir. Let's Play it für euch. Version 1.01. Okay, ja, ja, habe den ersten Teil Let's Play it gespielt auf diesem Kanal und hoffe, einigen Leute wird der zweite Teil genauso gefallen wie der erste Teil. Wenn es euch gefällt, dann hinterlasst mal direkt einen Daumen nach oben, einen Kommentar, einen Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat und so weiter und so fort. Weil Chancen sind, dass nicht viele Leute irgendwie das ganze Video angucken. Deswegen sage ich das mal am Anfang ausnahmsweise. Und ja, hört mal die Mucke an. Richtig geil. Und ja, ich warte jetzt nur noch, bis das Intro abgespielt wird, damit ihr so ein bisschen den Überblick habt, um was es so geht, falls die Leute, die den ersten Teil nicht gesehen haben oder gespielt haben, ein bisschen verwirrt sind. Und aus irgendeinem komischen Grund ist jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, die Synchro erst auf Englisch, obwohl ich sie schon auf Japanisch umgestellt habe. Ja, ich spiele die auf Japanisch und die ist, ja, die Lip-Synchronisation, die ist irgendwie sehr, sehr off. Aber wird hoffentlich in der japanischen Version nicht so sein. Wir haben den 27.10. im Moment. Das Spiel ist eigentlich noch nicht draußen, aber ich habe mir das Spiel vorbestellt und habe es deswegen einen Tag vorher, die Deluxe Edition sogar, das heißt mit Season Pass und allem drum und dran. Und ja, was da noch so drin ist, weiß ich nicht mehr genau, aber werden wir, glaube ich, in-game sehen. So, und jetzt kommt das Intro und da schauen wir uns mal gemeinsam an, will ich euch natürlich nicht vorbehalten. Das sollte jetzt auf Japanisch sein, ne? Attention, all proud warriors. Oder auch nicht. Have you ever considered joining Time Patrol? Ich habe es auf Japanisch umgestellt. History from being changed. Okay, dann könnt ihr aber mal sehen, wie die Synchronisation ist. Our duty is to protect everyone's memories and help return history to the way it should be. Das ist das erste und letzte Mal, dass wir englische Synchro hören. Also gewöhnt euch nicht dran. But we need your help. The only requirements are confidence in your capabilities. And of course, a strong desire to protect history. Was soll das? We've got a school for honing your skills and a fully equipped item shop. How about it? Why not use your strength to help out a great cause? Yay. We're always on the lookout for powerful warriors. Okay then, listen carefully. Warum ist sie so leise im Vergleich zu Trunks? There are a few rules you must keep. First, firing a Kamehameha within city limits is prohibited. Aber alles andere, okay, time patrollers wishing to fly when not on duty please help keep Canton City safe by obeying its traffic laws. Lastly, any alteration of history is a grave offense. Our missions come with the risk of changing history. Was? Die Geschichte zu ändern ist verboten, aber ist das nicht genau das, was wir auch machen? Avoid making changes to history like Trunks did. Keeping these things in mind, please carry out your missions safely. For the sake of the world and its history, we look forward to welcoming each of you to the Time Patrol. Das ist ein bisschen sehr auffällig, wie das so nicht mit den Lippen zusammenpasst, aber okay. Für japanischen, ja, bei der japanischen Sprachausgabe sollte das eigentlich nicht passieren. So, jetzt starten wir mal. Hätte vielleicht einmal hier so reingehen sollen, ne? Ah, jetzt alles. Gut, dann. Oh, ich liebe diese Mucke. Will man gar nicht irgendwie das Spiel starten. So, gucken wir mal. Ich hatte irgendwie die Möglichkeit, meinen Charakter aus dem ersten Teil hier reinzupacken, aber habe ich nicht gemacht, weil ich Xenoverse 1 auf der PS3 Let's Play habe und ich muss irgendwie dann meine Spieldaten irgendwie hier auf die PS4 draufbringen oder hochladen und so, und ich habe keinen Bock dazu. Ich will das Spiel heute noch spielen, also lass mal, tu mal direkt einen neuen Charakter erstellen. Habe schon mal da so reingeschnuppert und ich kann mir, glaube ich, exakt den gleichen Charakter. Ja, okay, wenn man quittet, dann also Musik, oder? Okay. Hier, dieses
Beim letzten Mal hat irgendwie, ich glaube, der Kaioshin der Zeiten oder sowas gesagt von, ja, wen suche ich mir wohl aus? Aber jetzt anscheinend nicht. Da kommen wir jetzt noch. Da. Im ersten Teil hatten wir einen männlichen Saiyajin. Männlich. Warte mal, gucken wir mal, was man jetzt so bieten hat. Majin, hohe Verteidigung und geringe Ausdauererholung. Verteidigungsbonus. Die haben hohe Angriffswerte. Bei niedriger Gesundheit. Okay, da ich sollte mir ein bisschen Gedanken machen in diesem Spiel. Übrigens, hohes Tempo, viel Gesundheit und ausgeglichen. Eigentlich sind Erdlinge richtig gut im ersten Teil gewesen, aber ich will ein Saiyajin sein, also komm her. So, wenig Gesundheit. Starke Nahkampfangriffe, aber schwächere Supermoves. Das ist natürlich sehr doof, weil ich liebe Supermoves. Aber okay. Dann sollte ich mich vielleicht ein bisschen auf Gesundheit hier beschränken, damit meine Angriffskraft schneller hochgeht. So, gucken wir mal. Wir möchten nicht so einen Riesen haben. Ich will meinen Charakter aus dem ersten Teil so gut wie möglich nachbauen. Geiler Haare. Ja, gucken wir mal hier so einmal drüber. Wir haben Schuh, oder? Ein bisschen breit aus. Ich habe schon nachgeguckt. Ja, das ist ja am Schuh. Ja, andere war. So, diese Frisur hatten wir im ersten Teil. Nehmen wir. Diese Augen hatten wir im ersten Teil. Oder? Das ist eigentlich wegen Maxinovers 2.0. Ne? So, jetzt wird schwierig. Ich hatte, glaube ich, so breit. Ne? Wenn nicht, dann tue ich mir noch mal exakt gleich herstellen. Klein. Oh, ich will ja auf meinen Kanal gehen. Nachgucken. So, Nase ist eigentlich vollkommen glatte. Ich hatte eine sehr spitze gehabt, so in Dragon Ball Stil halt. Nicht so der riesige. Ja, ich bei allem schon. Ist ja gut, Mann. So ein Zinken. Die Narbe möchte ich gerne weg haben. Ich möchte ein ganzes Dreieck da unten haben. Nein, kein Lippenstift. Schau so, okay. Ich möchte auch kein Popo im Gesicht haben. Ich möchte keine Narbe im Gesicht haben. Ich bin noch nicht am Schuh. Oh Gott. Niemand soll hier am Schuh sein. Was ist der Unterschied hier? Nehmen wir dir. Und wir sagen, ich warte. Ja, so gut wie nachempfunden. Nur die Klamotten gefallen mir noch nicht, aber oh, ist ja auch Farbe. Das Spiel ist übrigens komplett blind, also haltet die Klappe. Ich will keine Spoiler haben. Und was gibt es eigentlich für Spoiler? Ich kämpfe mich in Dragon Ball aus, also. Wir nehmen uns wieder eine gute Bleiche. Ja, Farbe geht, glaube ich. Hab ich ja schon im ersten Teil irgendwie Probleme gehabt. Was für eine Haarfarbe, also ich kann mal grüne Haare machen. Wie Monster Hunter, okay. Die haben nicht so den braunen Ton, den ich haben will. Das ist so hell, das ist so. Das sieht schon so schwarz aus, das stört mich. Man kann den Charakter auch mal irgendwann später abändern. Ja, Augenfarbe. Meine Hautfarbe, die glänzt so. So, was machen wir denn hier mit? Ich muss jetzt meinen Anzug ändern. Nein, den Anzug. Am besten in Schwarz, ja. Dort hier machen wir gelb. Das Teil wird grün. Und das Teil wird pink. Nein. Was hat Handfarbe? Ja, die kommen auch weiß. Muss schon glänzen. Ja, okay. Ja, und nein, und da bin ich zufrieden, ich weiß es nicht.
Sieht aus wie mein Charakter. Auf dem ersten Teil. Die Haarfarbe stört mich wieder. Oh. Komm, reicht. Gut, dann. Wie mache ich? Achso, ja. Controller, Stimme. Nein, ne. Das ist sogar die exakt gleiche Stimme. Ja, den Schrei, den ist sogar der exakt gleiche Schrei. So, okay, dann. Ja, nee. Wie lange kannst du den Namen denn machen? Okay. Ha! Gut, haben wir jetzt alles, ne? Okay, bestätigen. Also. So. Das sieht so aus. Die stört mich immer noch. Aber das ist ein perfektes Braun eigentlich, ne? Oder das hier. Sieht gar keinen Unterschied hier. Reicht. Komm, bestätigen. Okay, welchen Kampfstil bevorzugst du? Ich habe jeden Feuer von dort. Nah oder fern? Ich halte mal aus. Wiener Spieler, eine ausgewogene Mischung aus Kirksversion und Schlagfähigkeit. Ach so, ja, genau. Kirksversion und Schlagfähigkeit. Na, das werde ich halt mal aus. Ja. Am besten von beiden. Boah. Mein Abenteuer beginnt wieder. Oh, ich freue mich so sehr. Das heißt, hat mir richtig Bock gemacht. Hat zuletzt Ben hat Bock gemacht. Also, komm her. Ah, Daumen hoch. Ja, gib dem Video einen Daumen hoch. Oh, für Charaktererstellung. Geil, was. Gut, wenn jetzt ein Intro oder so kommt, dann muss ich das kurz stumm schalten. Ne? Nicht, dass wieder so Schala, Hey Schala und so kommt wie im ersten Teil. Das ist mit Sicherheit geschützt. So, und da beginnt das schon wieder mit einem Kampf. Hey, Animation, guck mich doch mal an, das ist ja richtig geil. Ich weiß ja noch, wie die im Trailer Vergangenheit irgendwie falsch geschrieben haben. Die schon viele Leute aufgeregt haben. Können noch weiter in die Zukunft. Wir waren auch schon auf dem Cover, also. Oh, mein Finger. Ja. Das ist ein bisschen zu groß zum Abblocken. Ja. Seit einem der neuesten Filme wissen wir ja, was mit ihm passiert. Während diesen Angriff.
Hi, Talis. Hi, Slug. Hi, Mira. Hi, Tower. Was so? Ist das Bardock, der als Meta Knight cosplayt? Was? Okay. Hey, da komme ich. Hey, was geht? Ich komme gerade vom ersten Teil. Ich glaube, das sind wieder vollkommen andere Charaktere, ne? Also wir sind nicht der gleiche Typ aus dem ersten Teil. ちょっと。もう毎日毎日修行修行修行。サイヤ人ってみんなこうなのかしら。全く。ああ、なんか腹立ってきた。あ、と誕生日パーティーでもやってやろうかしら。別に誕生日じゃないけど。 Während Kampf der Götter. Noch was? Yes! Oh, ich freue mich. Ich habe eine spezielle Mission von irgendjemandem bekommen. Ich weiß nicht, wer es war. Ich habe die Stimme nicht erkannt. Aber es klang wichtig. Irgendwas machen, wenn es live geht. Nein, schade. Oder immer so ein Trend in den Dragon Ball Spielen. Aber na gut. Ich hoffe, der Sound ist wieder alles in Ordnung. Das kotzt mich nämlich immer an, dass das beim ersten Part nie immer so funktioniert, wie ich das haben will. Kann ich speichern oder irgendwie sowas? Ich würde den Part gerne beenden, weil halt in 20 Minuten immer etwas kürzere Parts machen. Ja, 852. Das sieht aus wie Toki-Toki Stadt aus dem ersten Teil. Vielleicht nur größer. Ja, da ist halt Wunschdingen hier, wo man sich Sachen wünschen kann. Oh. Das ist das große Turnier. Ja, das sieht aus wie die Stadt. Wurde ein bisschen verändert. Hey, was geht? Na, oder bin ich der Hauptcharakter aus dem ersten Teil? Das ist ja keine schöne Zeit. Und da bin ich. Kann ich irgendwas machen? Nein, sieht nicht so aus. Okay, ich bin online, also laufen jetzt Leute hier rum oder nur ich hier? Keine Ahnung, werden wir noch nicht rausfinden. Ich werde natürlich nicht alles vorlesen, ich nehme an, ihr könnt lesen, ne? Wenn ich dann, ja. Nein, PC wird uns nicht neu starten. Sag mal, bist du eigentlich blöd? Oh. Ich spreche auch in der japanischen Version voll leise. Ja, eine Folge zu verbuchen, okay. Geil. Hört sich so Dragon Quest-mäßig an die Musik.
tanze gerade voll ab. Okay. Ja, es hört sich voll an Dragon Quest an. Was ja auch von Akira Toriyama gezeichnet worden ist. Also die Charaktere und die Monster und so. So wie ich das weiß. Monster glaube ich auch. Charaktere auf jeden Fall. Die sehen aus, als wären sie alle aus Dragon Ball entsprungen. Also. Okay. Da mag ich das Design von Monstern aus Dragon Quest nicht so sehr, wenn ich ehrlich bin. Sieht mir alles zu fröhlich aus. Der alte Mann ist in die Richtung gerannt. In die Richtung, okay. Was? Er könnte auf dem Weg zum Gebäude mit dem blauen Dach gewesen sein. Wir müssen doch was gesehen haben. Du solltest dich mal umhören. Beeil dich. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du kannst Flug noch nicht einsetzen, auch wenn du es eilig hast. Ich habe gesehen, wie du geflogen bist. Das passiert nicht nochmal. Es ist gefährlich, da draußen einfach so herumzufliegen. Du brauchst eine Fluglizenz, bevor du in Canton City fliegen darfst. Also. Oh. So, Buchsprint. Okay. Wäre schon lernen irgendwie. Okay, wäre schon alles lernen. Okay. Okay. Oh. Was ist da groß? Wollen wir als nächstes muss? Nö. Lass uns aufbrechen. Okay. Laufen wir schon Spieler rum. Ich weiß nicht. So. Und irgendwie springen gerade. Sprinten. So, ich bin nicht online, nehme ich an. Also ich bin online, aber. Schief ich aufgegangen. Okay, dann würde ich sagen, wir tun den Part hier beenden und so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr irgendwie Feedback hinterlassen würdet. Einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder nach unten, je nachdem, was euch gefallen hat oder nicht. Und ja, das wird mir nämlich sehr weiterhelfen im Kanal und so. Ausnahmsweise, bitte, bitte, geht nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf Let's Play. Bringen wir Xenoverse 2. Ich habe schon wieder gesagt, geil. Tschüss.